Jetzt liegt Thorsten, der setz dich mal hin, man sieht dich nicht. Sind Sie autorisiert, hier drin zu stehen? Ja, Lutz, der Herr Thorsten ist autorisiert. In der Hand halten. Ja. Geht das? Darf ich? Er darf das. Sehen Sie, ich darf das. Der Lutz höchstpersönlich hat gesagt, dass ich das darf. Ja, aber bitte nicht vor die Leute, die stellen sich ganz nach außen. Ja, ah, bin ich doch. Oder ja, hier kommt noch die Brauten auf die rechte Seite. Da werden sie dann komplett vor der Bräutigam-Dame-Dings. Ja, dann bin ich derjenige, der wohl heiratet. Dann heiraten sie eigentlich Timbo. Digga, wo ist jetzt Lutz schon wieder in der Vollaffe? Was? Dann heiraten sie. Heiraten. Nee, warten nicht auf. Die Überstunden, die muss der mir bezahlen. 1 Million pro Stunde. Darf ich dabei sein? Hallo, da muss ich auch mal Geld machen. Bruder, drück mal was. Krieg ich Einladung dann? Du kriegst 1% davon, 1 Dollar. Ich komm einfach hinter ihn. Auch gut. Ist weniger als 1 Dollar, aber scheiß drauf. Warum wollen Sie mich eigentlich nicht begrüßen? Jetzt doch nicht. Okay, raus. Ich krieg nix. Oh, jetzt? Wenn die Scheiße nachher wieder auf Ex alle auf einmal, weißt du? Wenn ich Rachel ist hier neben ihn. Wissen Sie, so als, ne? Süß mit der Rose, ne? Ja. Allerweil! Voll süß. Das ist doch top, ist doch schön aus. Ja. Nein. Du musst mit dem Regenschirm, oder? Wahnsinn, lass mal losgehen, Lutz, ja. Mann, was verliebt. Ey, Lutz, willst du was Lustiges wissen? Was? Guck mal auf meinen Rücken. Pack das Ding sofort an. Lutz, du bist auf die linke Seite. Hamza, mach mal kurz Pause. Oh, hey, Hamza, heb mal deinen Finger und senk den wieder. Lutz, linke Seite von Moin, mir. Hamza. Oh, okay, dann halt linke. Guten Abend. Alvaro kommt. Grüß Gott. Grüß Gott. Da ist ja der Alvaro. Was ist denn schlecht hier? Ich bräuchte sie noch einmal mit aufbringen. Ich komme. Du bist mir leid, Annabelle. Nee, solange ich nicht Oma werde, ist mir alles egal. Nein, ich bin gar keine Oma. Nein, das ist abgelehnt. Das ist abgelehnt. Schnauze. Tut mir leid, das ist auch dein Sohn. Ja. Nein. So einfach geht das nicht. Nein. Ich hab den Griff. Nein. Annabelle, du tust mir leid. Ich
danke. Nein, ich liebe meinen Sohn jetzt mittlerweile. Ich hab's überstanden, okay? Ich nicht. Kleiner. Guck mal, jetzt geht's in die andere Reihe. Ich verstehe. Ich würde mal empfehlen, alle, die im E-Mail-Verteiler sind, sich mal bitte muten bei der Musik. Sonst hört man so doppelt. Wie sieht's aus mit der Absprache? Weiß deine Frau Bescheid, dass sie hier rein soll? Oder? Nee, bestimmt ja. Noch nicht. Ja, hi. Ah. Nee, oh. Top. 10 nach solltet ihr eigentlich hier reinmarschieren, ne? Es läuft nichts nach Plan. Ja, das klingt ja Wahnsinn. Dass die Leute einfach noch nicht alle sitzen. Die standen Hallo. Einfach draußen. Was geht? Jetzt sogar Schnecken. Sitzen denn jetzt alle? Ja, wie geht's dir, Süßer? Ja. Kann ich mir noch einen rufen? Sorry nochmal für die Störung. Willst du eine? Nein, halt die Fresse! Ich hab den Gast gerade ausgeschaltet. Digga, ich bin dicht wie ein Bagger. Ey, ich muss dich einmal mit dem Maske abzuziehen. Nein, warum liegt da ein Messer? Egal, nicht fragen. Was gab's denn bitte? Danke. Hamza, hier liegt noch ein Messer vor mir. Wenn ich hier runterstolper, ne, mit dem Kopf da dran, das ist nicht so gesund. Alles gut, ich steck dieses Messer ein. Ich steck den irgendwo anders rein. Dann wäre ein hitziger Hit schon mal weg hier, wenn ich ihn geschubst hätte. Alter, ich hab schon wieder laut gedacht, scheiße. Du kannst Glück haben, dass wir noch anderweitigen Sturz haben, ne? Du kannst froh sein, dass ich so mag. Kommen Sie bitte. Jungs, wann geht's so los? Ich muss doch mit meinem Hund Gassi gehen. Da, wo die Braut sich gleich hinstellt. Alles gut. Die Braut ist nicht so wichtig wie wir. Ihr heiratet aber nicht. Oha. Bitte einmal raus. Hä, ich dachte, Lutz, Lutz, ich dachte, wir heiraten, ne? Wann? Was? Nein! Ich brauch noch eine Tischwaschung. Boah, Alter. Junge, da hab ich schon noch Zeit für eine Fluppe. Boah, Shiro, du geiler Hase. Der okay, jetzt steckst du die Fluppe nicht mehr quer in die Fresse. Ja. Geh einfach rein, rauf, ich jetzt auch nicht mehr. Es ist danke. Ja geht's denn eigentlich los? Ihr könnt gleich ja, das wieder ist eine gute Frage. Geil. Nein, bitte nicht. Bin auch dabei. Shiro, hast Bock? Hallo, ich bin der Peter und ich bin auch dabei. Das ist schön, dass du Peter bist und auch hier bist. Ich darf nicht mehr. Ah, okay, schade. Ich bin, aber also das war einmal die Nacht, aber wer ist mit ihm hier würfeln? So Kollege, kommt, wer ist das? Ich hätte gerne mal deinen Arm geklemmt. Was denn? Ich. Super. Wer ist was? Was? Das ist Verarschung. War das gerade Würfel oder hat jemand Bon so, jetzt mache ich nicht mehr. Hier ist ein Würfel. Ja, jetzt höre ich auch auf.
Das waren 250.000. Bitte einmal bitte Ruhe. Einmal bitte Ruhe. Das war aber eine Bung. Tim, schieb deinen Hintern her und mach die Musik an. Dahin in die Ecke. Ja, die Braut kommt nämlich jetzt. Die Dame nicht, die Dame wieder raus, sofort, die Dame wieder raus. Die Dame raus. Die Dame da. Chef, darf die Dame? Ist sie von dir? Die darf alles. Ich will das von dem haben. Und der Herr. Der Herr hier hinten, bitte noch einmal mit rauskommen. Bitte noch einmal mit rauskommen. Der okay, passt. Ey, hey, hey, stehen bleiben. Hallo. Wer von den Tieren, die hier sind? Mit den grünen Alpha. Ey, hau mich mal, steck fest. Hilfe! Hilfe! Einer muss mich hauen. Ja. Einer muss mich hauen. Dankeschön. Hallo? Wo ist der? Flüstert. Du sitzt doch immer noch da. Der läuft gerade aus der Reihe raus. Jetzt kommt er wieder nach draußen. Digga, wenn das FIB einfach zu blind für ihre Arbeit ist, ne? Ja. Okay. Ja, du hast auch so, Tim, dein Einsatz. Ich dachte, die Braut kommt jetzt rein. Ich glaube, ich weiß gleich. Wenn man so will, bist du das Ziel einer langen Reise. Hallo, liebe Gäste. Okay. Liebe Freunde, liebe Familie, Arbeitskollegen. Wir freuen uns alle, dass Sie zahlreich erschienen sind. Denn wir haben heute einen wichtigen und auch einen sehr tollen Anlass zu feiern. Denn zwei treue Herzen und reine Seelen möchten sich heute in ihr Glück stürzen. Daher frage ich, wenn es keinen Anwand gibt, dich, Lutz, im Weite meines Amtes, möchtest du die bezaubernde Dame Mina zu deiner rechtmäßigen Frau nehmen und sie schützen? Oh mein Gott, ist das schön. In guten wie auch schlechten Zeiten. Spy. Oh. Jawohl, möchte ich. Okay, what the fuck? Was ist das? Nicht sein Ernst, Digga. So, die Dame, festgenommen, okay? Festgenommen. Ja, Moment. Okay. Wir machen kurz Pause. Die Damen und Herren, Pause, kurz Werbung. Ich bin Stark. Genau. Hallo, ich bin Stark. Gucken Sie sich die Werbung von den Snickers gerne an. Jem, mach deine Fresse. Weil, wenn Sie hungrig sind. Essen Sie einen Snickers. Dann werden Sie zum Beispiel, weil du fressst jetzt auch den Snickers, dann ist das Auto auch weg. Da, das Auto ist weg, nicht mehr aufgegessen. Hilfe. Dankeschön. Oh, okay. Hey, Mann. So, es geht weiter. Fangen wir nochmal von vorne an. Was ne Scheiße, Digga. Was ne Scheiße. Was ne Kacke. Die Braut. Oh mein Gott, man sieht die Braut. Ich stecke im Boden. Geht's Ihnen gut, die Dame? Die Braut, die war nackt. Nein, die war schwarz. Man hat alles gesehen. Perfekt. Bei mir war sie auch da. Bei mir auch. Man hat alles gesehen von ihrer Braut. Warte, was? Warum warnt ihr niemanden vor, Alter? Ihr seid so richtige V-Männer, ihr Arschgeigen, Alter. Nee, Junge. Hatte meine Bodycam? Oh, nee, Alter. Das nennt sich so genannt, die Reune. Irgendwie erwischt? Nee, hier ist alles gut. So, ja, alles fit soweit. Okay. Was so, ey, wir hatten leider einen Verkehrsunfall. Das kommt zum Teil passiert. Ja. Haben gut, jetzt backen zu und wir machen jetzt, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Nicht ganz von vorne, sondern das mit den zwei treuen Herzen. Ich bin halt ein Reimann. Okay. Aber du hast nicht mal den Namen die Leute halten jetzt echt mal ihre Fresse und lassen mich mal reden, danke. Es geht jetzt weiter. Dabei. Weiter. So, denn zwei treue Herzen und reine Seelen möchten sich heute in ihrem Glück stürzen. Daher frage ich dich, Lutz, im Walte meines Amtes, möchtest du die bezaubernde Dame Mina zu deiner rechtmäßigen Frau nehmen und sie schützen in guten wie in schlechten Zeiten? Jawohl, das möchte ich. Möchtest du, Mina, deinen bezaubernden Mann Lutz zu deinem rechtmäßigen Mann nehmen und schützen in guten wie in schlechten Zeiten? Nein.
Ja. Timbo, komm mal mit. Auto, Hilfe! Ja, das Hochzeitsgeschenk ist schon da, das Hochzeitsgeschenk. Drei Tage, Dinger, oh, Hochzeitsgeschenk. Ey, Jemmo, lass uns mal ein Auto in Ruhe, Dinger, bitte. Das Hochzeitsgeschenk ist schon da, eine neue Karre. Komm bitte, Anna, also, gib ihm. Ey, bleib mal stehen, ey. Alter, Hanna, es reicht. Bleib mal stehen. Das ist mein Auto. Ja, wie kommt das hier? Wieder eine Werbeunterbrechung für den Snack von Snickers. Bitte esst euer Snickers, dann geht's euch wieder besser. Moment, dann kann ich auch mal wieder Werbeunterbrechung. Perfekt. Oh, hinten. Aber warum ist aber kein Lieber mehr? Perfekt. Nee, das meinst du. Das ist nicht meins. Altar war jemand. Spiel weiter. Das ist ein silbernes Auto oder weißes Auto. Warte, aber der sitzt weg. So, ist die Gefahr gebannt von den Autos jetzt? Hm, hoffentlich. Weil dann würde ich die Werbeunterbrechung wieder unterbrechen und so langsam zum Schloss, Schluss meiner Schloss? Rede kommen. Ja, Schloss, sei leise. Kommt wo kommt das Altar her? Hilfe! So. Gibt's denn noch irgendwelche Einwände von den Gästen, Freunden, Familien, ja, Arbeitskollegen, ja. Schlachtenstutt, was es noch gibt? Ja, abgelehnt, gut. So, abgelehnt. Im Walten meines Amtes ernenne ich sie zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut küssen. Ein bisschen gut, weit entfernt. Es gibt ne, kurze Probleme. Moment. Es gibt gerade kurz. Wollen Sie Ihre Braut nicht küssen oder was? Nein, doch. So, technische Probleme gelöst. Komm. Ist doch auch kein. Was sind denn technische Probleme, der Herr? Ja, Entschuldigung, wir müssen kurz in die Werbeunterbrechung. Ne? Ja. So, da kracht's weiter. Komm her. Herzlichen Glückwunsch, easy. Ich hab euch jetzt verheiratet. Verheiratet, genau, verloren. So, ja, Moment. Genau. Es läuft gar nichts. Was ist das denn jetzt hier? Was sagst du? Scheiße! Hier? So lange hat das nicht gehalten, glaube ich, ne? Nein, ich glaube, Lutz ist gestorben. Mein Beileid. Nö. Warum schieße ich jetzt ein Kleid von der Frau? Easy. So. Es ist Kleid. Jetzt. Vollendet, die Hochzeit ist jetzt vollendet. Es wird hoffentlich jetzt auch noch eine Feier geben, wo der Priester sich jetzt richtig abgesäuft. Viel Spaß. Ja.